Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind extrem fett. Ich glaube auch, dass wir so lange nicht mehr spielen werden. So. Es ist Sonntag und ich habe eine kleine Ankündigung zu tätigen, und zwar morgen, der Montag, der 20. Ja, da kommt es zum ersten Mal zum Stream. Yay! Ich werde von 3 bis 6 Uhr streamen. Ich werde den Kanal dann auch unten verlinken, natürlich in der Videobeschreibung. Und ich mache wahrscheinlich noch ein extra Kommentar selbst. Und was ihr wissen müsst oder solltet, also morgen ist, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, morgen ist eher so eine Art ja, Probestream. Also da werde ich eher ja, Community-Spiele machen. Also wir werden Scribble.io spielen, wir werden so eine Art Scribble.io spielen, also quasi für die, die Scribble.io nicht kennen, das ist quasi, du hast einen Begriff und den malst du dann auf dem PC und die anderen müssen den dann erraten. So, und da gibt es Punkte. Und da gibt es noch ein anderes Spiel, das ist so ähnlich, aber das ist dann nur, dass ich male, und zwar live, also mit einer Webcam und auf dem Papier. Und ihr müsst dann die Begriffe oder die Sätze erraten. Genau, und das dann quasi in den Chat schreiben und dann gibt es Punkte im Chat, genau. Und ja, das werden wir dann am warte, wo will ich eigentlich nochmal hin? Auf jeden Fall, das werden wir dann am Montag spielen und am Donnerstag, das ist der, warte ich schon mal kurz, das müsste der 24. sein. Wenn der 20. Wo ist mein Kalender? Genau, nee, 23. Genau. Der 23. da wird Spiele gespielt. Und zwar, die Frage ist jetzt, ob ich eher eine neue Kampagne für euch anfange in Rome Total War. Wenn das euch interessiert, dann könnt ihr das ja dann schreiben, also entweder hier in den Kommentaren oder am Donnerstag dann auch in, ja, in Chat einfach schreiben, da gibt's dann ja, da schreibe ich einfach und auf, nee, da schreibe ich nicht, sondern da frage ich euch einfach wie ihr das wollt oder was ihr wollt. Es gibt da verschiedene Spiele zur Auswahl und also Donnerstag ist auch wieder von 3 bis wahrscheinlich 6. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr am Donnerstag oder vielleicht auch schon morgen dabei seid. Genau, dann müssen wir das da. Ich glaube, es ist schon soweit alles fertig. Die können ja schon ein bisschen weiter laufen. Aber es ist Winter. Nee, dann im Winter bleiben wir zu Hause. Wir können noch das da machen. Loyalität ist gerade. Wir haben nur eine andere, aber das können wir ja trotzdem machen. So. Mögen die mich? Also ägyptische Familie mag mich nicht. Mögen mich nicht.
Warte, den schicke ich einfach. Ja, Saban, komm. So, das sind alles Generäle. Das ist ein bisschen blöd, aber egal. So. Das, was ich gerade gemacht habe, war ein General bzw. ein Politiker von der gegnerischen Armee, Familie, Entschuldigung, habe ich jetzt eine Aufgabe gegeben, und zwar als Diplomat. Was macht der da? Als Diplomat zu irgendeiner Fraktion gehen. Und dadurch mag er mich mehr. Und das ist schon mal gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So, also an sich bin ich ja der Freund. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Doch davon habt ihr nur wenig übrig. Königtum? Athene gibt uns Weisheit. Hätte mich auch gewundert. Also ich bin zwar schon mega groß, aber er hat ganz Spanien und Portugal. Also das wäre ein bisschen komisch, wenn er dann mein Klientel-Königtum werden wollen würde. So. Jetzt sehe ich natürlich nicht, was er gemacht hat. So. Ach krass, die gibt es ja auch immer noch. Wow. Habe ich schon mal wieder ganz vergessen. Petze Talroy hat da einige. 2, 4, 6 und Kavallerie. Ja, das wird nochmal eine interessante Schlacht. Da freue ich mich drauf. Genau, und wie gesagt, am Donnerstag, Entschuldigung, wenn ich so hin und her springe immer, wird es dann auch so sein, dass ja, das können wir auch vergessen. Wird es auch so sein, dass ihr auf jeden Fall, wenn wir eine neue Kampagne machen, könnt ihr natürlich entscheiden, wen wir spielen, was wir spielen, warum wir spielen und so weiter. Und was auch interessant sein könnte, ist, ich kann da natürlich sehr schnell auf eure Fragen eingehen. Also dafür ist ja auch der Stream da, ne? Willst du mich verkeilen? Also die Abtrünnigen, die haben vorher schon genervt, die fangen jetzt aber noch mehr an zu nerven hier. Also ich muss mal schauen, wie ich das dann mache. Also, weil weil so gut ist das nämlich gerade nicht, was die da machen. So toll ist das gerade nicht. Also das da ist in Ordnung, wobei die sind ja meine Verbündeten. Hat es der so viele Armeen jetzt hat? Wundert mich ein bisschen. Ja, okay, also ich habe das, glaube ich, schleifen lassen die ganze Zeit. Und hat den einfach machen lassen. So, die Architektin, das kennen wir ja auch schon. Die heuern wir an. Da bekommen wir schöne Boni. Sabotiert. Ja, das ist egal. Diebstahl. Das ist auch egal. Gescheiterte Bestechung, das ist gut. Politische Intrige. Mit Erwachsenen kehrt mit seinen Erwachsenen. Ah, ja, genau. Ist zusammen mit einem Rittmeister zurückgekehrt. Sehr schön. Militärumsturz. Gegnerische. Okay.
auszurauben, das ist egal. Ist ja einiges passiert. Okay, aber das ist jetzt wirklich... Ja, natürlich komme ich da nicht hin. Das nervt. Ach. Haben sie sich aufgelöst? Das könnte natürlich sein. Der ist schon 72. Der hat nicht viel erreicht, ne? Korruption. So. Warte, ich habe 2 Pizzateilrollen nur. Das ist halt richtig cool, wenn der General hier das zum Dreier hat, also Infanterie-Kommando, dann bekommt er halt plus 4 Erfahrungsränge für die neuen Rekruten. Das ist halt richtig stark. Der braucht noch ein bisschen, bis er effektiv was machen kann. So. Makedonien. Was bist du denn für eine Armee? Du gehst mal dahin. Du gehst mal nach Susa. Wieso haben die alle nur 19 Einheiten? Das finde ich ein bisschen seltsam. So. Quitri. Ha. Genau, also, was ist jetzt passiert? Der hat mich ein bisschen zurückgeschlagen hier. Du. Hier ist auch ein bisschen was los. Da ist was los. Eieiei. So. Das ist aber cool, dass es jetzt nicht ganz so leicht ist. So. So, ich mach mal die beiden. So. So, übernächste Runde greife ich den an. Dann der ist schon mal bereit für die Flotte. Der gehört ja gar nicht mir. Ach, der wurde gerade zurückerobert oder was? So, die kommen nämlich auch alle da hoch. So, sehr schön. Dann du haust den mal um die Ohren. Knapper Sieg. Knapper Sieg nur. 77. Brauche ich die bald? Die Verteidiger Palace. Eigentlich nicht. Dann könnte ich sogar angreifen. Aber, nee, andersrum. Wenn ich sie brauchen würde, würde ich das spielen, wenn nicht, dann automatisch, weil dann können die heilen. Aber ich greif mal an, weil 77 ist unter 80. So. Wieso ist das jetzt eine Karte ohne Wald? Weil wir kämpfen eigentlich gerade im Wald und hier ist nichts zu sehen. Ja, nee. Ich muss ja die
die ganzen Sachen hier anzünden. So, gut. Dann hier kommen... Ups, nee, hier. Entschuldigung. Hier kommen zwei hin. Vorne kommen drei hin. So, hinten kommen drei hin. Ja, plus einen, oder? Hier. So. Die kommen hier mit dazu. Die kommen damit dazu. Und die kommen hier mit dazu. Und die Kavallerie bleibt einfach da. So. So, die Pikeniere gehen hier hin. Die Pikeniere gehen dahin. Und die gehen dahin. Warte. Pikeniere gehen dahin. Oh, stimmt, alle mit Multimarsch im Arsch. So. Die gehen hier hin. Die gehen schon alle. Aber hier kann ich so machen. Und so machen. So, die Pferde kommen auch mit. Die kommen auch mit, natürlich. Pferd hier hin. Die da. So. Gut. Schießt er etwa auf uns? Das ist nicht ganz so nett. Das ist ganz so gar nicht nett. Puh, hab schon einiges verloren hier. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Die einen helfen denen. Oh, die sind schon reingekommen. Das ist gut. Das ist auch gut. Das brennt auch schon. Männer wanken. Kleine Panzerschwertkämpfer. Dann gehen wir hier rein. Dann gehen wir da rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich erwarte eure Befehle. So. Jäger! Ziele! Schildträger! Auf die Phalanx!
Das ist nicht ganz so einfach hier. So, aber den haben wir gleich. Da haben wir noch Probleme. Die Mauern sind durchbrochen. Da haben wir noch Probleme. Unser General wird angegriffen. Wie ihr befehlt. Wir gucken. Zu Befehl. Ich bin glücklich, dem Volk zu dienen. Victoria, gib uns dein Geleit. Zum Kampf bereit. Der gehört schon bei uns. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Sie gefällt das Kenn. König, sie gefällt das Kenn. Da kommt ja, aber toll war es nicht. Gutes Spiel hab ich auch nicht. Das habe ich ehrlich gesagt nicht. Mein Turm eingenommen. Hoffentlich überlebt er. Stolze Söhne Makedonien! Kleine Panzerspeerkämpfer! Schnell vorgemerkt! Dienen Deutschland! Kudos! Befehle! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt aber. Meine Güte. Das war schwerer als ich dachte. Vor allem die Onaga haben so richtig krass reingehauen. Wir erwarten eure Befehle. Leinen, Panzer, Schwertkämpfer, Wärter! Auflieder, Wärter! Richtig krass reingehauen. Mal schauen, ob der überhaupt überlebt. Das wäre natürlich günstig. Ah, die Onaga. Ich bin mal gespannt, wie viel die Onaga reingehauen haben. Also die beiden, die von da kamen, sind ja beide eigentlich fast tot. Da bin ich. Nein, nicht verloren. 50 und 60. Ja, zusammen haben sie eigentlich eine komplette Beginnereinheit zerstört. Also, ja. Fast 120 Leute haben die ihn gekillt. Und das reicht auch oft. Oder er hat jetzt nicht überlebt, oder? Natürlich hat er überlebt und die haben nicht überlebt. So, automatisch. Natürlich habe ich nochmal eine überlebt. Verloren. Also zwei Pikiniers-Einheiten habe ich verloren, okay. Das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Was machst du denn? Ich glaube, du kümmerst dich mal darum. Das kann ich automatisch machen. Ne? Wobei auch nicht. Ja, okay. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen oder am Donnerstag oder davor in einem Let's Play hier auf YouTube. Bis dann, macht's gut, bye bye.